Okay. Ich versuche das in einer Art Zeichensprache auf die Schatten deutend und Grimassen mit Fingern am Kopf, so als Hörner spreizend, als dämonisch zu. Also, du hast doch dem Odin Arcanum gesprochen. Du hast ja nicht die Sprache wegmodifiziert. Wenn du jetzt sagst, dämonisch. Stimmt, Wort, richtig. Stimmt, das, er ist ja gesprochen. Hast ja, recht. Nimmt sich genau. Das jetzt auch nicht so viel. Ja. Also kannst du nicht sagen. Stimmt. Stell mir aber viel lieber den Magier vor, wie er versucht, gerade Pantomime zu spielen. Stimmt. Und wir stehen da. Charade, warte. Seh schon. Hafax. Ja, ja. Ja, gut. Es scheinen dämonische Schatten zu sein. Ich flüstere doch, dann liegt unser Ziel über uns. Ich kann über die Wand gehen. Dir in den Rücken fallen, während ihr über die Treppen angreift. Wenn wir alle beisammen bleiben, kann ich uns in einen magischen Schutz bringen. Ist euer Schutz stark genug, dass er gegen so eine Paktierin an kann? Ist ein Schutz. Es ist mehr als nur euer Wams als Schutz dagegen. Flüstere immer noch im Übrigen. Natürlich. Ja. Können es folgendermaßen. Ihr zaubert den Schutz. Ich schieße aus der Deckung mit meiner Armbrust auf sie. Ihr schleicht euch von hinten an. Und überwältigt sie. Also wenn ihr mit überwältigen meint, dass ich ja von hinten einen Dolch in den Kopf ramme, okay. Ja, das ist die Art von Überwältigen, die ich in diesem Fall gemeint habe. Ansonsten bin ich eher dagegen. Aber wenn es um Paktierer geht, ist der Dolch in den Kopf das Mittel der Wahl. In Ordnung. Ich glaube, in der Wehrheimer Kriegerakademie nannte man das früher immer der direkte Ansatz. Nicke dabei ganz weise. Ich habe ein paar Brocken von der Wehrhammer Kriegerakademie aufgeschnappt und lege meine Hand in den Kopf und treibe so ein bisschen rüber. Ja, ja. Dann geht. Geht mit Fex und Korva, geht. Fex auch. Ja. Dann würde ich die drei jetzt mal in die Villa oder wie auch immer sie da hochkommen wollen, gehen lassen. Und ich hänge mich bald an die Wand. Ich warte noch ein bisschen. Du zauberst deinen Spinnenlauf, ja? Ja, ich würde ihn halt dann zaubern, wenn ich das Gefühl habe, dass sie jetzt an der Treppe... Also, ich schaue natürlich denen nach, wo sie hingehen. Und solange ich sie im Blick haben kann und dann noch eine Minute später oder so. So halt, dass ich davon ausgehe, dass sie dann ungefähr oben sind. Und ja, ich zauber meinen Spinnenlauf. Dann lass mir Zeit und ich bringe mehr Stimme. Eine Körperbeherrschungsprobe, um euch an den dämonischen Schatten vorbeizutasten, ohne hinzufallen. Wie ein Tanz auf dem Seil. Ui. Jetzt wäre vielleicht die richtige Zeit für den Chip, oder? Kann ich seine 20 irgendwie ausgleichen? In dem Fall, wie viele Punkte hast du denn? 15 Sternchen, die ihm fehlen, das kriegst du wohl nicht hin. Ich hab 13. Also ich hab 10 übrig. 10 übrig, dann kannst du ihm 5 beisteuern. Wie viele hat Eslam übrig? Wohl nicht so viele, das wird nicht reichen. Naja, aber 5. Du... Ja, versuch's. Ja, komm, dann investiere ich. Ich glaube, jetzt, wo wir uns da so anschleichen, investiere ich den. Jetzt mal lieber, wie viel haben wir? Einen. Nur einen? Ein Schicksalspunkt. Ich doch. Ja, investiere ihn. Du stirbst, kannst du noch verbrennen. Richtig. Drei. Ja, komm. Zwei. Ja, ich investiere. Dann würfel nochmal. Kann eigentlich nur besser sein. Alle drei. Ja, ja, es kann eigentlich nur besser werden, ne? 20, 20, 20. Aber ja. Wenn dir die anderen helfen, dann reicht das. Den einen Punkt, der dir fehlt, den kriegst du ausgeglichen. Staubelst wieder ein bisschen, fast willst du mit deiner Hand in die schwarzen, ja,
Schatten reinfassen, die schon selbst eigene Schatten ausbilden, nach dir greifen. Da zieht dich Midas weiter rüber, wirbelt dich so ein bisschen rum über seinen eigenen Körper und ihr fällt beide auf der anderen Seite der Treppe auf die Stufen. Ich nicke dankend. Kann ich die beiden versuchen abzufangen, bevor sie richtig auf dem Boden, sozusagen auf der Treppe, ich sag jetzt mal, laut zu Fall kommen? Laut war es nicht. Also Stoff. Der gute Midas ist natürlich nicht in Rüstung gerüstet, sondern nur gewandet und dementsprechend war das auch leise genug. Auch der gute Eslam hat ja auch keine schwere Rüstung, die da jetzt laut klappert. Dementsprechend ist das alles leise vonstatten gegangen. Gut. Ich halte trotzdem die Luft an. Langsam die Treppe nach oben schleichen. Ja, ich würde mit Balestra vorne weg. Band. Das ist bereit. Die raue, kehlige Stimme, es klingt so, als würde sie nach Blut lechzen, die ihre Kehle befeuchtet. Und wenn ihr dann langsam und vorsichtig die Treppe nach oben schleicht, könnt ihr noch erkennen, mit einem letzten Blick zu Ardo, wie er seine Finger an der Außenwand ausbreitet und sie nach oben zieht. Spindellauf, bitte. Hast du gewürfelt? Ja, schon. Schon erledigt. Zieht sie nach oben und verschwindet. Dann könnt ihr sie erkennen, wie sie dort steht, auf einer Balkonage, eine Geisterbeschwörerin und Paktiererin. Diejenige, die gegen die sieben Gezeichneten gefochten hat. Und ihr wollt sie aufhalten, eine Frau. Ist sie noch eine Frau? Ehemals vielleicht. Mittlerweile ist ihr kahler Schädel so sehr straff nach hinten gezogen. Er ist auffallend bleich, sie ist ausgezehrt, die Haare sind ausgefallen. Sie sieht oder versucht noch würdevoll auszusehen oder zu beeindrucken, doch sie sieht einfach nur noch erschreckend aus. Sie ist schlank. Kaum mehr Fleisch, was an ihr haftet, und ihre kehlige Stimme gibt euch den Rest. Ihr faulender Leib. Virona Yaminario. Bevor wir uns da jetzt weiter fortbewegen, der Guardianum, der geht ja irre schnell. Da kann man ja auch noch jetzt so den Moment nehmen, bevor man jetzt so die Treppe weiter hochgeht. Und der hält ja auch maximal eine Spielrunde. Mhm. Dass ich den jetzt mache, der geht ja quasi mit mir mit. So 3-Schritt-Radius. Genau, und dann sollten wir... Ich glaube, der wird eh so schnell aufgebraucht. Spielrunde brauchen wir, glaube ich, nicht. Also du wolltest ihn unten schon gewirkt haben? Nee, jetzt so auf der Treppe. Also kurz bevor wir dann oben sind. Denk dran, dass er sich da hören kann. Also überleg dir eventuell noch, wie dir Zeit lässt und... Nee, der ist ohne Spruch. Ich Zauberstab über den rotieren und das war's. Da ist keine Technik. Na doch, okay. Sprache ist essentiell für alle. Guardian und Paradise. Schütze mich vor Zauberei. Ja, stimmt, richtig. Ja, genau. Ist recht. Genau. Deshalb also lieber Zeit lassen und das wegmodifizieren. Wären 7 Punkte. Ja, aber ich wollte den sowieso plus 3 machen. Schild gegen Dämonisches. Ich glaube, das wäre passend. Das wäre, glaube ich, passend. Dann wird lieber ganz unten. Dann machen wir es lieber unten. Wie gesagt, der eine Spielrunde und ich glaube, so lange wird er eh nicht. Ardo, würfel mal eine Sicher-Stecken-Probe. Ich wende mich noch an den Kojoten. Und Frage auf Attack. Beherrscht ihr den kleinen Schutzsegen? Nicke. Das habe ich gerade nicht verstanden. Ja, ich nicke. Gut. Das wäre notfalls noch eine Möglichkeit, uns zu schützen, sollte es nicht anders gehen. Ich nicke wieder. Gut. Und dann haben wir jetzt 2 Geweihte, die den kleinen Schutzsegen noch sprechen können. Haben den Schutzsegen sogar aufgestuft. Oh, dann ist das bestimmt besser als meiner. Weil bei mir ist das ein kleiner Segen, die lassen sich nicht aufstufen. Oh Gott. Während ihr unten noch darüber diskutiert, könnt ihr etwas hören. Ardo hat sich nach oben gezogen und... Wir haben nicht diskutiert, wir haben auf Attack geredet. Ja. Ardo hat sich dabei nach oben gezogen und du kannst vor dir die Nekromantin erkennen. Ihre Haut, sie strahlt fast ätherisch, ihr ganzer Körper. Auch wenn ihre Fleischfarben fehlen,
Die wenigen Haare, die sie noch auf dem Kopf hat, sind glanzlos. Aber das Einzige, was in dieser Farbenfinsternis leuchtet, ist der grüne Dolch, der in ihrer Brust steckt. Du bist dir nicht ganz sicher, was das für ein merkwürdiger Stein ist. Irgendetwas Magisches sicherlich. Und während sie auf dem Balkon steht und du deinen Kopf wieder wegziehst, kannst du sehen, wie sie dich mit ihren grünen Augen ertastet. Und bevor du dich wieder nach unten fallen lässt, kannst du auch dieses Geräusch hören, das in deinen Ohren kratzt. Genauso wie ihre Fingernägel, die gerade länger werden. Die Hexenkrallen, die ihr wachsen. Sie hat dich entdeckt. Die anderen unten an der Treppe können hören, dass die Zayat-Rituale aufgehört haben. Initiative. Ich würfel jetzt erstmal für den Cardianum, oder? Ja, das kannst du tun. Er ist okay. Durch. Und dann gehen wir wieder in die Initiative. Gut, ich sag jetzt mal vorher an, wie viel ASP ich nehme. Das könnte interessant werden, wenn ich den vergeige, ne? Gibt es noch ein Stockwerk über hier? Nein. Ich habe ja, wie gesagt, meine Armbrust gespannt und mit Bolzen versehen vor mir haltend. Ich bin sogar auf der 18, was die Ini angeht. Ich bin auf der 17. Nur für dich, ich werde den Guardianum 18 ASP nehmen. Das ist ungefähr so die Hälfte, was ich habe. Ist um 4 erleichtert, um 3 erschwert, damit er gegen dämonisch ist. Ja, passt. Ja. Also, wir haben jetzt einen Guardianum um mich rum, 3 Schritt mit 18 ASP oder 18 Punkten. Way. Und in die 15. Gut, Mirona hat eine Initiative von 12 plus 1 wie 6, gar nicht so 4. Dann könnt ihr euch selbst einmal positionieren. Schauen wir mal nach. 21. Jetzt haust du mal raus. Ich habe das maximal gewürfelt. Ja, ich auch. Aber meine Grundlinie ist halt 11. Sorry. Ich habe mich verzogen. Du bist auf der 15. Gut, dann fangen wir an mit der 15. Mirona aktiviert ihre Krallen. Ich würde vorziehen. Ja. Und einfach mal unter dem Balkon drunter klettern, sodass ich unter ihr zwischen 1,5 Meter Stein bin. Ja, alles klar. Gut, Krallen sind aktiviert. Damit hatte sie, also sie hat ihren Guardianum fallen, beziehungsweise ihren Zayat fallen gelassen und fängt jetzt selber an, einen Guardianum zu wirken. Das ist ihre Aktion. Guardianum braucht, was waren das? 2, 3 Aktionen? Weil ich glaube, ich würde gerne. Wie viele Aktionen brauche ich die Treppe hoch? 1? Ja, 1. Okay, dann würde ich mich gerne leise die Treppe hochbewegen. Also wahrscheinlich dann 2 Aktionen. Ja. Genau. Zeichenprobe wahrscheinlich? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann, du hast vorgezogen, Eslam, 15. Ist sie denn jetzt auch irgendetwas am Beschwören oder sonst so? Du hast keine Ahnung. Sie tut, sie spricht auf Zayat, du verstehst es und du kennst auch den Guardianum. Du weißt, sie zaubert selbst gerade einen Guardianum. Kannst du hören. Yes, sehr gut. Sehr gut. 3. Ich bin 2, ja kein Fernkämpfer. 1. Warte. Mach jetzt mal keine Aktion. Keine Aktion, genau. Du bleibst unten an der Treppe stehen. Genau. 17, Midas ist nach oben geschlichen. Ado. Oder gehe so weit hinter den anderen mit. Nein. Ado, 18. Ich bleib weiter hängen und warte, bis ich Kampfgeräusche höre. Ja, noch nicht. Ture, 21. Mhm. Ich schließe mich dem Fexgeweihten an. Schleichen oder laufen? Da er schleichen will, ich ziehe die Aufmerksamkeit. Ich überhole den Fexgeweihten und laufe. Okay, du läufst an. Sturmangriff.
auf den Perfekt. Gegner. Dann brauchst du... Ich würde sagen, diese Aktion kommst du nicht mal hier an, aber du kannst dann nächste Aktion kannst du mit dem Sturmangriff starten. Gut. Damit ist aber auf alle Fälle die Aktion Schleichen von Midas ziemlich nutzlos gewesen. Nächste ja. Kampfrunde, 15. Minore. Würde gerne vorziehen. Du kannst vorziehen. Gut, ich würde gerne mit meiner Ballestra auf sie schießen. Wie weit bin ich denn von ihr entfernt? Das können wir mal nachmessen. Du stehst gerade am Ende der Treppe und genau. hast ungefähr 17 Meter zu ihr. 17 Meter, okay. Das heißt, ich bin immer noch in der zweiten Distanz. Das heißt, ich kriege plus 1, wenn ich treffen würde. Welche Erschwernisse für den Fernkampf kommen auf mich zu? Es ist dämmerig, definitiv. Mhm. Ich schaue okay. gerade mal in den Regeln für den Fernkampf nach. Sie ist ein menschengroßes Ziel, plus 2. Sie ist Entfernung, zweite Kategorie, ne? Ja, also 0. Plus und minus 0. Sie ist... Sie bewegt sich leicht, ist also auch eine plus minus 0. Die Sichtverhältnisse sind Dämmerung, ist eine plus 2. Also eine plus 4. Und ansonsten keine weiteren Modifikationen von meiner Seite. Oh, okay, ich bin Scharfschütze, aber es bringt mir in dem Fall nicht. Farbenblind ist aber an dieser Stelle noch nicht wichtig, weil Entfernung über 50 Schritt. Okay, alles klar. Wie gesagt, also nur ganz einfache 4er Erschwernis. Dann schauen wir mal, ob ich treffen würde. Nein. Der Bolzen geht daneben. Der Bolzen geht fehl und dein Schleichen ist passé. Ja, 15. Adeptus Eslam steht immer noch unten an der Treppe. Du hast eben aufgrund von Schock nichts so gemacht. Ja, ich folge natürlich entsprechend die Treppe hoch, um auch an dem Treppenabsatz zu stehen, wo die anderen sind. Gut, Schleichen und musst du jetzt Blick. Auch nicht mehr. Nee. Okay, dann bist du durch, stehst an der Treppe. Guardianum hüllt dich schützend ein, noch Ture und Midas. Midas, 17, hat eben vorgezogen. Genau, also eine Aktion habe ich geschossen, zweite Aktion lasse ich die Armbrust fallen, um dann mein Schwert zu ziehen. Ja, Mirona hatte noch eine Aktion, wenn sie den Guardianum fertig hat. Sie dreht sich um und was sie orientiert sich? 12 plus 6 und 18. Dann ist Ardo dran. 3. Höre ich die anderen schon? Ja. Ture stürmt ja, die Treppe hoch, poltern. Dann hoffe ich mal drauf, dass sie sich jetzt umdreht und macht das Gegenteil von dem, was ich gerade eben gemacht habe und kletter wieder auf der anderen Seite. Also schau wieder über die Brüstung. Also kletter so, dass ich mit dem Kopf gerade so über den Boden schaue und sie sehe, hat sie sich umgedreht? Ja. Drei, das war jetzt eine Aktion, zwei, oder? Ja. Okay, dann warte ich eins, kurz. Warten, verfällt. Ture 21. Kannst sie mit dem Kampfsturm Sturmangriff angreifen, wenn du willst? Ja gut, Sturmangriff nicht. Ich stürme hoch, ich laufe auf sie zu. Ich würde angreifen mit einem gezielten Angriff auf ihren Kopf anfangen. Ja. Sie ist ja kein Untoter in dem Sinne, oder? Sie ist Paktiererin. Na gut, also Angriff auf den Kopf. Was ist das für eine Erschwerung? Wenn du eine Trefferzone ansagen möchtest, was hatten wir denn da? Das ist ein gezielter Stich, ist eine plus 4, ne? Mhm. Ja. Plus halbe Rüstung, aber... Guck gerade mal, hat sie eine Rüstung? 1, grobe. Also, insgesamt eine plus 5. Gut. Aber das okay. ist, ja genau, W20 plus 5. Sieht nicht geschafft aus. Ich habe Attacke 20, ich könnte... Du hast Attacke 20? Mhm. Junge, hast du ein Glück. Sie wird nicht ausweichen, sondern den Treffer nehmen und dich ihrerseits angreifen mit ihren Fingernägeln. Ja, Schild hoch. Das versuche ich zu parieren. Schauen wir mal nach, was sie für einen Angriff hat. Ah, sie hat eine gute Parade. Braucht sie aber gar nicht. Würfel einfach mal eine fitte 2. Das reicht. Finde 2, das heißt, mein Angriff wird um 4 erschwert. Warte mal. 2 Punkte. Nein, das ist nicht genug. Einfach um 2 Punkte. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Dann bekommst du, ich muss gerade mal schauen, was sie für einen Fingernagelschaden hat. Auch wieder eine plus 2, dann hat sie 6 TP gewürfelt. 6 TP guck gerade mal, Kampf. In dein Torso. Davon gehen 2 durch. Gut. Okay. Es tut weh. Es tut richtig weh.
Und du merkst, wie sich deine Brust ein ziehendes Gefühl ausbreitet. Dann, sie hat angegriffen, sie hat sich orientiert. Ado hatte dann eigentlich nächste Kampfrunde, wenn keiner mehr was hat. Welchen Schaden macht mein gezielter Angriff? Du hattest getroffen, ne? Ja. Dann würfel mal einen W20. 1 bis 10 ist der einfache Schaden, 11 bis 20 ist der verdoppelte Schaden. Das ist der verdoppelte Schaden auf den Kopf mit deinem gezielten Angriff. Dann hast du 4 plus... 4 plus 1 sind 9. 4 plus 1. Also 1 wie 6 plus 4 plus 1. Ja, dann machst du 9 mal 2 sind 18. 18 TP. Du schlägst ihr das Schwert in den Kopf und noch bevor du es zurückgezogen hast, merkst du, wie sich das Fleisch wieder schließt und deine Waffe so ein bisschen umklammert. Sehe ich das? Ja. Gut. Würfel mal eine Sinnenschärfeprobe, aber nur Ture. Ja. Ja, die ist gelungen. Der Dolch in ihrer Brust, vor allem der dunkle Kristall, leuchtet grün auf. Mhm. Nächste Kampfrunde. Eslam, 15. Genau. So. 3. Ich mache einen Flimflam und zwar in Form eines Lichtkegels und versuche, die gute Dame damit zu blenden. Coole Idee. Wie lange dauert das? 2 Aktionen. 2 Aktionen. Der Zauber ist um 3 Punkte erschwert. Ich werde aber noch, also ein ASP kostet der für eine Spielrunde. Ich werde noch 2 zusätzliche ASP rein investieren, damit ich den gegebenenfalls, also damit ich den um 2 Stufen heller machen kann. Mhm. Falls etwas niedriger rauskommt als jetzt irgendwie Fackel oder so. Wobei, es ist ja eigentlich dunkel abends. Ja, ich mache es aber trotzdem. Ja. So, dann machen wir... Das ist gelungen. Nee. Achso, weil er um 3 erschwert ist? Du lässt genau. Ihm keine Zeit, dann ist es nicht gelungen. Also ziehe ich 1 oder 2 Punkte ab. Bei 3, die ich eigentlich investieren wollte. Ball. Ja, Hälfte. Aufgerundet oder abgerundet? Ja, aufgerundet. Alles wird aufgerundet. Genau. Ja. Ja, Flimflaflunkel bringt jetzt und du versprichst dich und verhaspelst dich. Vor dir steht eine Nekromantin, die 7 Gezeichneten überlebt und besiegt hat. Und na gut, da darf man sich ja mal verhaspeln. Da darf man sich auch verhaspeln. Gut, na, noch eine Chance. 15 durch, Mida 17. Ja, erste Aktion, ich würde zu ihr hinrennen. Ja. Zweite Aktion, ich würde versuchen, den Dolch aus ihr rauszuziehen. Du kommst nicht in ganzen 2 Aktionen auf sie zu. Okay, dann laufe ich beide Aktionen eben, sodass ich jetzt im Nahkampf stehe. Ja, und wichtig, du hast das mit dem Dolch selber nicht gesehen. Das also, ich, du siehst, ja, du genau, siehst den Dolch, klar. Das, ja, aber das ist ja das Einzige, was Farbe hat. Ja, und ich kann kombinieren, ja. Wenn gerade... Zwei Aktionen laufen. Ich muss gerade überlegen, du bist auch geweiht, ne? Du bist mehr geweiht als Ture. Ich greife dich an. Ist in Ordnung. Sie richtet ihre Finger auf dich. Ach, na, das ist eigentlich blöd. Sie richtet ihre Finger auf dich und schreit dich an. Vor mir liegt das Donnerkeil. Mich? Okay, gut. Kann ich halt nichts machen. Nee, ist richtig. Das sind gar nicht so viele, ne? Wie viel? Wie sind ZFP Stern plus 4 oder so? Steht der nicht im Guardianum von. Nee, ich bin doch rausgelaufen. Ich glaube, die sind alle so weit rausgelaufen. Alle rausgelaufen, ja. Der geht ja nur 3 Schritte. Wie viel macht denn der Fulminictus an Schaden? Das kommt drauf an, was du rein investierst. Also wie viel ASP du reinsetzt. Guck mal gerade, wie viel ASP hat sie denn? 65, das ist eine Hausnummer. Sie hat den Fulminictus auf 13. Ich würde einfach mal... Der macht halt auch keine Wunden, ne? Oder kann ich den auch mit Wunden ansagen? Nee, kannst du nicht. Ich gebe dir einfach 15. Passt. Okay. Sie richtet den Finger auf dich. Es tut gar nicht weh, aber dein Kopf explodiert. Und Blut schießt aus deiner Nase raus. Du hast unglaubliche Kopfschmerzen und deine Glieder brennen. Geil. Dann hat sie nicht vorgezogen. Ah, du bist dran, 18.
Ja, ich ziehe mich jetzt über die Brüstung und dann gebe ich mir einen Armschutz. Quasi. Der 2W6 plus ZFB Stern. Ich wusste nämlich, dass er ZFB Stern auf alle Fälle macht, im Gegensatz zu den anderen. Ich würfel einfach mal die 2W6. Das waren 2W6. Moment, Entschuldigung. Nein, einmal. Einer. Zweiter. Sind 5. Sind 5 TP und sie hatte den auf 13. Jetzt muss ich gerade mal abziehen. Ja, sie hat eine 20 und eine 17. Die muss 5 Punkte ausgleichen für die 20. Und die 17 muss sie 2 Punkte ausgeben. 13 minus 5 sind 8. Minus 2. 6. Sind 6. Dann macht sie 6 plus. Also insgesamt 11 Schaden. 11 Schaden, ja, genau. Also du hast Kopf- und Gliederschmerzen. Deine Nase blutet. In Ordnung. So, Ado. Ja, ich schwinge mich drüber und wirke dann einen Armatrutz mit zweifacher verkürzter Zauberdauer. Ja. Das ist dann was für eine Erschwernis? Das musst du mir sagen. Du blickst in die Handfläche vom Adeptus Eslam, du siehst einen kurzen Lichtblitz und dann geht es aus. Nichts ist passiert. Plus 5 pro Verkürzung. Okay, ich verkürze es doch nur einmal. Ja. Würfel einfach mal. Und Vierer Armatrutz. Ja. Sieht gut aus. Schön aus. 9 ZFP Stern über, es sind 5 weniger. Okay, sehr gut. Ich bin nächste Runde erst fertig. Ja, wie viele Rüstung hast du jetzt? 7. 7? Wie ist denn das möglich? Musst du nicht. 4 plus meiner Lederrüstung. Ach so, ja, okay, ja. Deine Profan, ich wollte gerade sagen, du musst ja immer irgendwie ein Vielfaches von. Ja. Also, es ist ein Quadrat. So, dann genau. Ture, 21. Ich habe ja nun das Aufleuchten des Dolches gesehen. Korrekt. Dann ist das nächste, was ich habe. Ich habe ja mein Schwert in der Hand. Kann ich das Schwert unter den. Der Griff, der Dolch hat bestimmt einen Knauf oder so. Oder ja, an dem Knauf hängt der dunkle Kristall, der grün leuchtet. Das einzige, was leuchtet. Gut, und hat der Dolch vielleicht noch ein Kreuzparier oder sowas? Nee. Na gut. Dann würde ich als nächstes den Kristall greifen und ihr entreißen. Nur den Kristall? Ja, du ziehst wahrscheinlich den Dolch mit. Ja, raus. Ich greif den Dolch Raufenattacke. Gut,